Jawohl, Gothic 2 und los. Wieder zurück auf dem Schiff des Todes. Nachdem es in der letzten Folge hauptsächlich um Schalter ging und in der Folge davor hauptsächlich um geschlossene Truhen, geht es diesmal hauptsächlich um Alchemietische, die sie nicht benutzen lassen. Das macht das Spielgeschehen schwieriger. Das macht das Spielgeschehen viel schwieriger, wenn die nicht funktionieren. Kann ich dann das Auge Innos überhaupt noch aufladen, wenn die nicht funktionieren? Das Auge ist matt und ohne Glanz. Ich brauche ein aufgeladenes Auge Innos, um den letzten Drachen zu besiegen. Was können wir tun? Die Schmiede geht. Alles geht, nur die Alchemietische nicht. Was soll denn das? Nein! Verbuggtes Spiel. Nein! Ah, ich brauche keine Bolzen. Ich brauche Alchemietisch. Oder brauche ich ein Fläschchen, dass das geht? Benutzt, lass dich benutzen. Nein! Was ist eigentlich Vatras denn? Ja, wir suchen mal Vatras. Vielleicht kann der einem helfen. Oder Lagerraum? Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Kein Vatras. Kein Vatras hier. Vielleicht ist der da, ist er ein Vatras. Warte mal. Kannst du mir helfen? Ich habe hier einen Eimer nach der Besessenen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich es ins Kloster zu Pyroka bringe. Wenn wir hier wieder wegkommen. Ja, das tun wir. Nach Gothic 2 geht es aber direkt nach Myrtana. Also es gibt kein Zurück nach Korinnes. Ich habe den Verräter Pedro gefunden. Dann bring ihn hierher aufs Schiff. Wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Korinnes überantworten. Na gut, warte mal. Der war besessen, oder? War der besessen? Der war besessen. Der hat ja auch so einen Almanach nach. Bestimmt. Kannst du mir. Was hat er denn? Zeug, das wehtut. Lehre mich deine Ich werde tun. Alchemie. Ich hätte gern. Wir haben Lernpunkte. Wir haben 23 Lernpunkte. Wir lernen jetzt mal die Mana-Essenz. Kann ich jetzt den Alchemietisch benutzen? Ich will ihn so gern benutzen können. Er lässt ihn immer noch nicht benutzen. Eieiei, das. Wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Vielleicht ändert das was an der Sache, aber. Wenn nicht, das haben wir ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem hier. Captain Skajude. Trollolo, wo ist denn das Haierbettchen? Hier gab's doch ein Haierbettchen. In der Truhe ist das Auge Innos, wenn man's vergisst. Das weiß ich. Okay, pennen wir mal. Bett, du gehst. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ausgeschlafen und ausgeruht. Keine Spur von der Macht Belias, die einen in seinen Träumen plagt. Jetzt bitte. Lass den. Alchemietisch funktioniert. Die haben auch gepennt. Lass ihn funktionieren. Was ist falsch hier? Hier sind wir nicht richtig. Hier gibt's nichts. Es ist nicht richtig. Vatras daher, er kennt den Weg. Gott. Ich glaube, der funktioniert immer noch nicht. Funktioniert doch! In Korinnes haben sie auch funktioniert. Ein Stück Scheiße. Alter, gibt's doch nicht. Wie kann man das fixen? Wie kann man das fixen? Wir können das Empire of Legasto nicht machen. Und das Auge Innos können wir auch nicht aufladen. Ich versuche mal was. Hallo, ich bin jetzt Vatras. Und wir machen Alchemie. Vatras kann auch keine Alchemie benutzen. Nein. Oh nein. Aber wir können Vatras nackt machen. Hallo, ich bin der nackte Vatras, der keine Alchemie benutzen kann. Oh nein. Okay. Das bringt uns aber nicht weiter. Da
uns der nackte Vatras auch nicht weiterhelfen konnte, den Alchemietisch zu reparieren, ja, im Barla Frigasto, ist auf wundersame Weise aufgetaucht, weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und da ist auch nochmal irgendwie ein aufgeladenes Auenos. Keine Ahnung, wie das hierher kommt. Das weiß niemand. Hey, schauen wir mal, ob das die richtigen sind überhaupt. Barla Frigasto, Wirkung unbekannt. Nom 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 nom, lecker, lecker. Gutes Zeug. Und ein geladenes Auge Innos. So, wie kommt das nur in das Inventar? Niemand weiß es. Wir rennen zurück zur Stelle der Schalter. Endlich wieder Schalter. Yay. Tür, Sesam, öffne dich. Namen Innos, öffne diese Tür. Ob jetzt. Und noch ein Schalter. Ach, ja geil. Weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Auge Innos, öffne die Tür. Das dreht sich nur nochmal. Okay. Das ist anscheinend eine sehr komplexe Mechanik. Und sie geht auf. So, wo sind die Gegner? Es wird ja hier immer düsterer. Alter, geil, Leute. Oh, Paladin-Statuen. Was machen die denn hier? Ja, schönes Tempelritter-Design. Ah, kann das sein, dass jetzt diese riesige Halle voller Schnösel kommt? Moin, Hallöchen. Da ist er. Ich versteck mich mal hinter der Säule hier. Oh. Komm mal raus. Ich will da jetzt nicht rein. Okay, ich will da doch rein. Oh, fuck! Tod? Wie geht denn das? Jalalalalai! Und jetzt irgendwie. Der Endgegner ist in Sichtweite. Okay, wie machen wir das? Nein, warte! Das ist die richtige Richtung. Hier entlang. So, kommen da jetzt ein paar Leute vielleicht. Ich würde mich euch gerne stellen. Ihr Halunken. Da ist er. Das sind die Bilias. Okay. Okay, das ist jetzt knapp. Das ist sauknapp. Da ist der. Und Matt hat ihn geschlachtet. Perfekt. Meine volle Heilung. Noch 8-mal vollständig heilen. Es wird spannend. Es wird spaßig. Wo ist der Schlüsselmeister? Ja, ich weiß nicht, ob der Schlüsselmeister heißt. Irgendwo hier. Oh, es sind wieder so viele Kammern. Leute, was soll denn das? Und noch eine Tür. Nachdem es in der vorherigen Folge um Schalter ging, in der Folge davor um Schlösser, die zu knacken waren, geht es heute um Türen, die geöffnet werden müssen. Werde ich langsam laufen? Ah! Es geht heute hauptsächlich um Suchen. Moin! Gibt's hier noch mehr Alchemietische, die nicht funktionieren? Checken? Lexi der Stärke. Ja, er funktioniert auch nicht. Mhm. Höchst. Da ist er. Matt macht wieder Zeug. Matt, machst du Zeug? Lenkst du den ab? Ah. Na warte, du Mistkerl! Leg dich nie wieder mit mir an! Sehr schön, dann killen wir jetzt den hier noch weg. Sehr nice. Er ist noch mehr Zeug. Feuerring. Eiswelle. Ach ja, gut, wir könnten ja auch eine Eiswelle benutzen. Todeswelle. Wir können auch eine Todeswelle benutzen. Wieso gibt es hier so viele Zauber? Und durch das Embarla Fregasto ist das Mana zerstört. Oh nein. Ja, jetzt laden wir mal auf und dann gibt es eine Todeswelle oder so ein Shit. Okay, was machen wir? Erstmal Mana saufen. Mana saufen. Noch mehr Mana saufen.
Noch mehr Mannersaufen. Okay, 150, genau 150. Ja, das ist schon eine Leistung. Das ist wahrlich eine Leistung. Stärkezeug. Ja, Stärke ist immer gut. Die Stärke durchströmt den Körper. Wir hätten da nochmal 5 Manner ungefähr, aber die futter ich jetzt nicht. Ich habe einen Pyrokinese-Zauber. Okay. Okay, was machen wir diesmal? Den Todeshauch. Der braucht nämlich nur 50 Mana. Und ich weiß auch nicht, ob er gegen die Dinabelias überhaupt was bewirkt. Todeshauch. Wen töten wir jetzt? Den hier? Da ist er. Ist er tot? Er ist nicht tot. Hast du den Todeshauch nicht gespürt? Da ist er. Ich hab den Todeshauch gespürt. Jungs. Da ist er. Spür den Feuer. Leute, geh doch! Hey. Opa! Obacht geben, länger liegen. Okay. Okay, Heilung und weiter geht's. Es hat jetzt nicht so viele getötet, wie ich vorhatte. Muss ich zugeben, aber es hat getötet. Die schwerste Stelle war geschafft. Das Heilen. Die schwerste Stelle. Heiltränke. So. Ja, okay. Gab's jetzt hier drin noch irgendwas? Na. Ein paar Bücher, die kann man eh nicht lesen. Wie überhaupt, die kann man nicht lesen. Das ist nochmal ein Feuerding. Moin. Die Gruft des Todes. Oh nein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oh, wo ist der Schlüssel? Welche von euch Leichennamen hat den Schlüssel? Raus damit. Du armer Typ hier, Streckbank oder was? Uiuiuiui. Der wurde überdient. Überdienen, ja. Dienen nicht. Irgendwas anderes tun, ja. Dienen. Volle Dehnung. Ja, wir killen jetzt mal den Typen hier. Weg mit du dir. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten. Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Halt mal. Verstehe, noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Ja, halt mal dein Maul. Also er. Wer ist dein Meister? Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Ich würde es gerne einen gewissen Finger zeigen. Ne? Was verbirgt sich hinter dem großen Tor? Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Aha, wie viel muss ich noch töten? Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Oh. Ja. Ja, nein, doch. Mm. Oh. Ja. Nein. Ist das gut oder schlecht? Dinge passieren. Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Oh. Hat der junge Stimme. Ein Augenlicht wird schwinden. Und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Oh, ich hab Innos. Junge, ey. Chill dein Glied, ich hab Innos. Bam, spür Innos. Belia. Belia, du Lurch, Schwarzmagier. Da ist der Schlüssel des Schwarzmagiers. Für die Truhe des Schwarzmagiers, die jetzt geknackt wird. Aber dafür muss man natürlich wie ein stolzer Paladin laufen. Mit dem Glauben Innos im Rücken, ja, der Glaube von Innos kann auch entzücken. Er ist nämlich der beste aller Götter.
Sonst wäre der Typ hier kein Paladin halt geworden. Hm, so ging's. Ladida, Truhe. Was verbirgt sich in dir, Wacholder? Mm, delicious. Heiltränke, Bergkristall, Münzen und ein Auge der Macht. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein Auge Innos. Auge der Macht, du wirst nicht gebraucht. Niemand braucht sowas. Mächtige Augen. Hört mir auf. Kommt hier keiner auf bessere Ideen? Vielleicht mächtige Ohren, mächtige Zunge. Was kommt als nächstes? Keine Ahnung, wir haben mal Quickshave. Quickshave, da gibt es nur noch eine Kammer. Die letzte Kammer des Todes. Ist noch eine Folterkammer. Gibt es hier noch eine Truhe des Folterknechtmeisters? Nein, gibt es nicht. Okay, okay. Große Tür. Moin. Los, geh auf. Passiert hier was? Kadosh MM Kadar, öffne dich. Woher? Woher? Woher hat er den Sprung? Arkadosh Menom Kar, schieß mich tot. Was denn los? Vendactio Leviosa. Gott. Oh Gott, es ist kaputt. Es ist sogar, es ist kaputt. Warum bist du kaputt? Weil ich einen Quickshave mache. Gehst du wieder? Na, es ist kaputt. Gott, ich hätte nicht Quickshaven sollen. Es geht nicht. Es ist kaputt. Doch, es geht. Es geht nicht. Wieso gehst du nicht? Nochmal ein Quickshave. Es geht auch immer. Scheiße. Ja, versuchen es nochmal. Merde Python. Oh nein, jetzt wird mein Channel in Frankreich gesperrt. Oh nein. Quickshave. Es ist kaputt. Nein. Das passiert, wenn man eine Mod updatet. Wo dabei steht, Spielstände nicht kompatibel. Spielladen. Der letzte Versuch. Nochmal Tür. Öffne dich. Vingardio Leviosa. Kadosh MM Kadar. Öffne dich. M und M's. Schließ mich durch. Jawohl. Ja. Jawohl. So ist das schön. Okay. Ja, steh auf. Da standen wir letztes Mal. Und es geht. Langsam. Oh Gott, es laggt. Was ist jetzt kaputt? Was ist jetzt kaputt? Warum? Ich beende mal kurz die Aufnahme. Scheint wieder zu laufen. Irgendwie. Uiuiuiuiuiui. Das... Nein, er läuft wieder geradeaus. Er läuft wieder nur geradeaus. Ah! Nö. Geht nicht. Kommst nicht durch. Scheiße, ey. Kann das Spiel nicht beenden. Und, oder Drache? Da ist er doch. So, wo ist mein untoter Vernichtenzauber? Alter! Okay, jetzt geht gar nichts mehr. Okay. Es könnte vielleicht irgendwann funktionieren. Vielleicht, weil ich zwei Augenus dabei habe. Das können wir doch testen. Ja! Red mit mir! Nein! K. Nein! Jawohl, Leute, wir hängen. Es ist vorbei.
Der Endboss-Tür lässt sich nicht bezwingen. Jedes Mal hier bleiben wir hängen. Ich hab's versucht, wir kommen nicht durch. Ich hab versucht, das wieder zum Laufen zu bekommen. Mit einer neuen Version von der Mod. Einen alten Spielstand laden hat keinen Sinn. Wir kommen hier nicht mehr durch. Die Schuld liegt bei mir. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Vor einem halben Jahr hätte man das Let's Play bestimmt noch durchziehen können, aber aktuell, das wäre noch so geil gewesen. Hier noch Untoten Drachen niedermachen. Auf dem Rückweg mit die ganzen Charaktere nochmal quatschen und dann kommt noch die Schifffahrt, aber so ist's clever. Es tut mir unendlich leid. Gebt mir euren bärtigen Freund aus dem Internet. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, weil Ende.